Mein Name ist Thomas Kleine und arbeite seit 25 Jahren bei der Spedition Weike. Das Unternehmen Weike hat verschiedene Geschäftsbereiche. Wir haben uns spezialisiert auf Transporte der chemischen Industrie und im Winter vor allem auf temperaturgeführte Transporte. Wir haben einen gemischten Fuhrpark verschiedener Kühlfahrzeughersteller und haben dann natürlich versucht, eine Möglichkeit zu finden, alle Hersteller in einem System zu vereinen. Da bot sich die Firma T-Com regelrecht für an. Die Nachrüstung der Sensoren für Einblasluft, Ausblasluft und Türsensorik ist durch kontaktlose WLAN-Sensoren problemlos machbar gewesen. Also für die Disponenten ist in der Wintersaison unheimlich wichtig, ob sie sehen, hat der Fahrer die richtige Temperatur eingestellt. Das ist natürlich jetzt mit einem kleinen Mausklick einfach in der Spedion-App oder in der T-Com-App oder im Portal möglich. Durch diese neue Lösung mit T-Com hat der Fahrer direkten Zugriff auf die Temperaturdaten der Firma T-Com. Dieses wird ihm direkt in der Spedion-App angezeigt. Das sind zum Beispiel wie Einblasluft, Ausblasluft, Türkontakt. Viele von unseren Kunden oder deren Empfänger benötigen die Temperaturverläufe der letzten 24 Stunden oder 48 Stunden. Die Firma T-Com hat da ein passendes Produkt gehabt. Somit haben wir die Möglichkeit, dass wenn der LKW auf dem Hof fährt von dem Empfänger, schon das Protokoll der Temperaturverläufe der letzten 24 oder 48 Stunden direkt schon per E-Mail an den Kunden versendet werden können. Der Fahrer muss keinen Temperaturausdruck mehr machen und die Daten liegen an richtiger Stelle im Einkauf oder in der Qualitätskontrolle beim Kunden direkt vor in digitaler Form.